Mainz. Die neue Mainz-Box ist da. Mainz-Box Oktober, November 2019. Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing von einer relativ neuen Box, nämlich der Mainz Box. Die kommt alle 2 Monate, kostet 29,95 Euro, hat meistens Produkte im Wert von 100 Euro und richtet sich ein kleines bisschen an die ältere Generation. Also das ist jetzt nicht so eine Pink-Box, sondern da sind schon Sachen drin, die auch Frauen ab 30, 40 gebrauchen können. Hier kommt eine Zeitung mit dabei. Ich zeige euch gleich den Inhalt davon und wenn ihr auch eine gewinnen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran, denn ich darf wieder eine komplette Box an euch verlosen. Und ich habe auch einen Rabattcode, mit dem ihr 5 Euro auf eure erste Box sparen könnt. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, dann starten wir mit dem Unboxing. Aber bevor ich die Box aufmache, muss ich euch noch ein paar Produkte zeigen, die sich in der Verpackung befunden haben, weil sie zu groß sind, um in die Box reinzupassen. Und zwar ist das unter anderem eine Zeitung, nämlich die Mainz-Zeitung. Die kannte ich bislang gar nicht. Und das ist wohl eine Zeitung für 60 plus, 50 plus. Das heißt also, diese Box richtet sich auch wirklich eher an Frauen in der Mitte ihres Lebens, finde ich eigentlich super, weil die häufig außer Acht gelassen werden. Und wir wollen ja trotzdem, auch je älter wir werden, uns trotzdem pflegen, schöne Sachen ausprobieren. Und da finde ich das total schön. Das ist quasi die Zeitung zu der Box. Kann man auf jeden Fall mal schauen. Sex mit 50, 60, 70, also ganz interessante Themen da drin. So. Und dann war zusätzlich auch noch eine glättende Bodylotion da drin. Das kann man natürlich in dem Zusammenhang dann auch sehr gut brauchen, dass die Haut schön glatt ist. 24 Stunden Feuchtigkeit mit Extrakt von weißem Tee. Finde ich toll von Dove. Ich rieche mal da dran. Oh ja, das riecht super frisch. Ganz angenehm, ne? Ich habe jetzt noch super viele Bodylotions da. Deswegen mache ich die jetzt mal noch nicht auf, aber es riecht sehr gut. Okay, dann öffnen wir jetzt die gute Box. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das eingangs erwähnt habe. Ich habe einen Rabattcode mit dem Code Franka. Könnt ihr 5 Euro auf eure erste Box sparen. Dann kostet die quasi 25 Euro. Und am Ende des Videos darf ich auch eine Box an euch verlosen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Und dann würde ich sagen, wird nicht so lange rumgeschnappt, sondern wir schauen mal rein. Ich mache den Deckel auf. Und dann sieht das so aus. Total süß. Ihr habt immer auch ein kleines Heftchen mit da drin, wo die ganzen Produkte drin stehen. Ich weiß nicht, ob die Preise hier auch sind. Ja, super. Das ist natürlich sehr gut. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das gute Stück doch mal. Boah, ich sehe hier eine riesengroße Verpackung, wenn man es öffnet. Ich zeige euch das mal gerade, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also hier ist irgendwas ganz Großes drin. Das mache ich doch als erstes mal auf, oder? Boah, cool. Von M. Asam Reservatrol Premium, eine Ampullenkur. Das hört sich ja mega interessant an. Für 14 Tage, dass man quasi jeden Tag eine Ampulle nehmen kann, oder wie? Ist ja perfekt. Vor Gebrauch soll man die gut schütteln und dann dieses Reservatrol, das ist wohl wirklich so ein richtiger Anti-Aging-Wirkstoff. Ich meine, der steckt in den roten Trauben, also er ist auch im Rotwein enthalten. Aber gleichzeitig ist hier wohl auch noch Hyaluronsäure drin, Panthenol und es ist wirklich für Anti-Aging auch gedacht. Sehr cool. Okay, dann mache ich das Ganze mal auf. Boah, das ist ja echt klasse. Schaut mal, das ist wie so eine Hammer. Also das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde mir das mal mit meiner Mama teilen. Dann machen wir halt eine 7-tägige Kur. Aber ich bin jetzt eh bald bei ihr und dann können wir das zusammen verwenden. Das finde ich eigentlich ziemlich klasse, ne? Kann man das einfach mal ausprobieren. Da freue ich mich total drüber. Das wird relativ teuer sein. Insofern ganz großes Kino. Ich habe letztens von einer ganz lieben Abonnentin, ich grüße dich hiermit mal, das Magic Finish zugeschickt bekommen von M. Asam. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ich habe ein Video gedreht. Das kommt irgendwann nächste Woche. Das hat mir so gut gefallen. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, was das betraf. Aber ich fand es richtig gut. Und es hat bei mir auch mit meinem Hauttyp richtig funktioniert. Also insofern würde ich gerne weitere Sachen auch von M. Asam testen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mir das gefällt. Okay. Dann machen wir weiter. Ich sehe hier etwas, das war schon ein paar Mal in Boxen drin, ist aber nicht schlimm, weil es ziemlich gut ist. Ein Duschgel von TTZ. Und zwar diese Aromadusche mit Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timurpfeffer, Blaubeere und Jasmin. Das ist created bei Michael Michalski. Oh, das riecht ganz, ganz angenehm. Oh, das ist ein richtig toller Duft. Also, wenn ihr das in der Box habt und ihr kennt es noch nicht, ist es wirklich schön. Das kann man echt ausprobieren. Ich bin eigentlich ganz froh
wenn mir Sachen gut gefallen, wenn sie öfters in Boxen sind. Wenn sie mir nicht gut gefallen, ist es natürlich ein bisschen nervig, aber das gefällt mir, insofern freue ich mich darüber. So, dann haben wir hier etwas, das ist ja voll cool, das ist voll schwer. Deswegen ist die Box auch so schwer gewesen, und zwar von Salt House Totes Meermineralien, ein Milchschaumbad mit Mandelöl und seidigen Aromen mit original totem Meersalz. Das ist natürlich super für die Haut. Da rieche ich doch mal dran. Ja, riecht nicht so, wie man sich das jetzt vorstellen würde bei einem Mandelbad. Es riecht tatsächlich nach Mineralien auch. Finde ich sehr interessant. Weil das hat überhaupt nichts mit so einem Milch- und Honig- oder Mandelbad oder sowas, was man jetzt so auf den ersten Blick denken könnte, zu tun. Nee, es riecht sehr angenehm, eher frisch und mineralisch so. Finde ich ganz cool. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, das mal zu benutzen. Finde ich toll. Jetzt gerade im Herbst, ne? Jetzt sind wir ja wirklich im Herbst angekommen. Fängt man ja auch wieder an zu baden, ne? Wenn es dann so draußen ein bisschen kühler ist. Finde ich das angenehm. Gut, dann machen wir weiter. Oh, ich sehe hier was. Das ist richtig cool. Das werde ich aber gleich meinem Mann abgeben. Da wird er sich freuen. Und zwar von Mr. Tom so ein Peanut-Riegel. Ich mag Erdnüsse, aber ich weiß, er mag es noch viel lieber. Und das ist so mit Honig. Und ihr seht eigentlich auch schon, wie das aussieht. Das schmeckt super gut. Es ist dünn und knackig und schmeckt nach Erdnüssen. Gefällt mir total. Aber ich weiß, mein Mann mag es lieber. Und dann teile ich gerne, weil dann spare ich mir die Kalorien. Weil ihr wisst ja, mit dem Lindt-Schokoladenclub habe ich ganz schön über die Stränge geschlagen. Und ich habe da auch schon so ein paar Schokoladen aufgegessen, komplett, unter anderem nämlich das Edelnougat. Deswegen muss ich jetzt ein kleines bisschen auf die Bremse drücken. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch mal. Da unboxe ich und verkoste mit meinem Mann einen kompletten, so eine Schokobox von Lindt. Und deswegen, ja, muss ich ein bisschen aufpassen, aber mein Mann kann es eher vertragen. Insofern gebe ich ihm das. Super. So, dann haben wir etwas, das ist vielleicht was für mich. Ja, und zwar nur für mich, weil damit kommt er gar nicht klar. Es ist nämlich ein Ingwer-Shot. Und Ingwer ist so eine Sache, das ist so eins der Sachen, die er nicht ausstehen kann, aber ich liebe sie und ich weiß, ganz viele Frauen mögen das. Einfach auch, weil man immer das Gefühl hat, man tut sich was Gutes, es stärkt die Abwehrkräfte. Wenn ihr eine Erkältung habt, ist das ein super Mittel, um da wirklich so dagegen zu wirken. Und hier ist drin Ingwer, Apfel, Zitrone und Cayenne. Angenehm scharf. Ich habe das schon mal probiert. Das schmeckt sehr gut. Es ist halt schon heftig, muss ich sagen. Also das ist schon angenehm scharf, ne? Also richtig sozusagen. Aber ich kann Schärfe gut ab. Ich habe gestern Abend mir so eine scharfe Ramensuppe gemacht. So mit zweimal scharf. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das alles essen kann. Also es ist schon wirklich hardcore. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr generell scharf mögt oder ob euch das zu hart ist. Also für mich stört das nicht. Ich finde das irgendwie hin und wieder mal so richtig gut. So, dann machen wir weiter. Es geht hier immer weiter. Hier ist immer mehr drin. Und zwar haben wir hier einmal von Eucerin ein Hyaluron-Filler Night. Das trifft sich sehr gut, denn von dieser Creme habe ich bereits eine Tagescreme hier. Die habe ich zwar noch nicht probiert, weil ich kann ja nicht 100 Sachen gleichzeitig aufmachen. Aber ich glaube, das kann man gut in Kombination probieren. Und eventuell würde ich das sogar auch an meine Mama geben, weil das, glaube ich, für so sehr trockene Haut super geeignet ist. Und meine Haut ist nicht ganz so trocken. Ich habe so eine Mischhaut mit Tendenz zu trockenen Stellen, ein bisschen Neurodermitis manchmal auch ölig. Also es ist so ein bisschen zickig, sensibel, muss man sagen. Insofern muss ich mir das mal angucken, für welchen Hauttyp das gedacht ist. Vielleicht schaue ich gerade mal in die Verpackung rein. Genau. Ach, das ist cool. Die Eucerin Hyaluron Filler Nachtpflege enthält Hyaluronsäure, die selbst ausgeprägte Falten von innen heraus auffüllt. Außerdem enthält sie Saponin, das die hauteigene Hyaluronsäureproduktion anregt. Parallel unterstützt konzentriertes Dexpanthenol den Regenerationsprozess der Haut im Schlaf. Die Haut fühlt sich zart und gut gepflegt an. Ich glaube, das ist das Richtige für meine Mama. Also die Box richtet sich ja auch an, sag ich mal, 50 plus, ne? Oder 40 plus. Insofern, glaube ich, ist das ganz gut. So, hier sehe ich was. Ah, das ist richtig cool. Also das werde ich ausprobieren, definitiv. Und zwar ein Serum von I&M. Und ich mag diese Firma total gerne. Die kommen aus Berlin. Das ist Naturkosmetik. Das könnt ihr im DM kaufen. Ich habe schon mehrere Deos von denen probiert, die ich richtig gut finde. Natürlich halten sie Schweiß nicht komplett ab. Das ist so bei Naturkosmetik immer schwierig.
Ich teste auch gerade noch was anderes. Wenn ihr mal Lust habt, dass ich ein Deo-Video mache, weil das kommt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang, schreibt mir das mal unten in die Kommentare, weil ich finde es nicht so einfach, da was zu finden, was cool ist. Aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viele getestet und könnte euch da was berichten. Auf jeden Fall ist das jetzt hier ein Phyto Balance Fluid Equalize, also etwas zum Ausgleichen. Genau, das ausgleichende Fluid fördert die Balance der Haut. Extrakte aus Malve und Holunder wirken porenverfeinernd. Arnika-Extrakt wirkt entzündungshemmend. Schmetterlingsflieder schützt vor Hautschäden durch blaues Licht. Also diese Blue Light-Technologie, Anti-Blue Light, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das wirklich was bringt. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen so ein Marketing-Gag, aber trotzdem finde ich es nicht schlecht. Grüne Tonerde mattiert und sorgt für einen klaren Ton. Anwendung vor der Gesichtscreme oder als alleinige Pflege in die Haut einmassieren. Das hört sich super interessant an. Also ausprobieren werde ich das. Finde ich ziemlich interessant. Ja, finde ich gut. Gerade hier an diese Stellen, wo man so ein bisschen ölt, wenn das da so ein bisschen mattiert, finde ich das eigentlich ganz gut. So, haben wir noch was? Ja, noch ein Produkt. Das letzte dann. Boah, das ist ja toll. Von Dr. Grandel, da hatte ich letztens auch mal ein paar Ampullen drin in irgendeiner Box. Und zwar ist das hier eine Sleeping Cream Mask, stärkt während des Schlafs die Barrierefunktion und die Spannkraft der Haut. Ein Extrakt aus Buchenknospen regt die Zellerneuerung und damit die Regeneration an. Die besondere Cremetextur, die sich wie eine zweite Haut anfühlt, sorgt für geglättete Linien und ein jugendlich strahlendes Erwachen. Timeless, zeitlos schön. Boah, das hört sich toll an, muss ich sagen. Tja, das werde ich doch mal auf jeden Fall mal testen. Vielleicht auch zusammen mit meiner Mama. Ich glaube, das ist echt eine Box, die so ein bisschen... Also wenn ihr jetzt 20 seid, wird das wahrscheinlich nichts für euch sein, weil hier schon sehr viel Wert auf Anti-Aging gelegt wird. Dann ist die Pinkbox vielleicht eher was für euch. Aber ich weiß, dass mir sehr viele Frauen auch ab 35, 40 plus zuschauen, dass das so ungefähr die Hälfte meiner Zuschauer auch betrifft. Insofern, für euch könnte das hier eine richtig coole Box sein. Mir hat sie ziemlich gut gefallen. Ich glaube, das Allercoolste sind diese Ampullen hier von M.A.Sam. Dieses und dieses Teil finde ich auch sehr gut. Alles andere kann ich auch verwenden. Also nichts irgendwie, wo man sagt, brauche ich nicht, kann ich nicht verwenden. Sondern es ist alles, Ingwer ist immer gut. Was zum Baden kann auch nicht schaden. Also insofern... Und noch eine kleine Süßigkeit, freue ich mich drüber. Ich blende euch einfach mal hier den gesamten Wert dieser Box ein. Ich bin sehr gespannt. Ich muss mal gerade gucken, was diese Kapseln, Ampullen kosten. Ja, die Ampullen kosten alleine schon fast 30 Euro. Insofern habt ihr mit den Ampullen den Wert der Box schon längst raus. Wenn ihr noch meinen Rabattcode zusätzlich benutzt, zahlt ihr ja nur 25 Euro. Das heißt, dann habt ihr quasi alles andere kostenfrei, wenn ihr so wollt. Finde ich ziemlich gut und ja, freut mich mega. Also finde ich sehr schön, die Box. Wenn ihr jetzt eine gewinnen wollt, beziehungsweise genau diese Box gewinnen wollt, in der Art, ich hoffe, dass da jetzt keine unterschiedlichen Produkte drin sind, außer vielleicht eine andere Sorte von dem Duschgel oder eine andere Sorte von dem Bad, aber ansonsten werden die Produkte hierbei gleich sein, dann müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent von meinem Kanal sein und dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir einfach einen lieben Kommentar, gerne mit dem Hashtag meins. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr wollt, dass diese Box euch gehört. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich drücke euch die Däumchen, wenn ihr an der Verlosung teilnehmt. Verlinke euch alle Details zu der Box natürlich unten in der Infobox. Hier verlinke ich euch zwei meiner letzten Videos. Ich habe eine Adventskalender-Playlist, wo ihr auch noch an Verlosungen teilnehmen könnt für komplette Adventskalender. Zum Beispiel verlose ich auch den Glossy-Box-Kalender, Brigitte-Box gibt es was zu gewinnen und so weiter. Look Fantastic, also diese ganzen Adventskalender habe ich alle angeboxt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Verlinke ich euch hier unten und hier oben einfach eins meiner letzten Videos. Und hier könnt ihr mich abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao.